Wir sind heute mit i2b hier im Bremer Industriehaus und treffen drinnen auf unseren Gesprächspartner der Unternehmensverbände im Lande Bremen e.V. Und hier sind wir jetzt in den letzten Zügen. Wir bauen gerade das Setting für das Interview auf und unterhalten uns gleich über wirtschaftliche Themen, aber auch über Kulturelles und Gesellschaftliches in dieser Zeit hier in Bremen. Und nach dem kurzen Intro geht's los. Wir sind jetzt bei der Arbeitgeber-Dachvereinigung, die Unternehmensverbände im Lande Bremen e.V. So heißt das korrekt. Und mir gegenüber sitzt der Hauptgeschäftsführer Cornelius Neumann-Rädlin. Ich grüße Sie. Guten Tag, schön, dass Sie da sind. Verschaffen Sie uns bitte als allererstes einen Überblick. Sie haben hier 22 Unternehmensverbände, für die Sie da sind. Was machen diese Unternehmensverbände? Welche sind das und inwiefern unterstützen Sie die? In aller Kürze, die Unternehmensverbände sind die Dachvereinigung für diese 22 Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände. Vier davon sitzen hier im Hause, beispielsweise Nordmetall, der Verband der Metall- und Elektroindustrie. Und mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen 18 Verbänden, darunter zum Beispiel der Bauindustrieverband oder der Unternehmensverband Bremische Häfen, mit diesen Verbänden stehen wir in einem engen Kontakt. Wir bündeln die gemeinsamen Interessen, die Erfahrungen, die in diesen Branchen gesammelt werden und bringen sie in die Diskussion ein mit dem Senat, mit der Öffentlichkeit insgesamt, aber auch mit den Medien, mit der Verwaltung. Und so vertreten wir die Interessen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber hier im Lande Bremen. Lassen Sie uns, bevor wir darauf konkreter eingehen, sage ich mal auf das Wirtschaftliche, einmal noch den Bogen schlagen, weil ich weiß, Sie sind ja auch im Kulturellen und im Gesellschaftlichen ganz engagiert, sei es die Kunsthalle, das Musikfest, die Bremer Philharmoniker oder auch die Integrationswoche, alles Dinge, die natürlich jetzt in dieser Zeit in großen Schwierigkeiten stecken. Erzählen Sie uns ein bisschen dazu erstmal. Es ist uns sehr wichtig hier in Bremen, dass wir nicht nur uns auf die Wirtschaft selbst konzentrieren, das ist sehr wichtig und darauf werden wir sicherlich noch später eingehen, sondern dass wir auch die Rahmenbedingungen, das Zusammenleben hier in unserer Stadt mitgestalten. Und so unterstützen wir beispielsweise die Bremer Philharmoniker, aber auch das Musikfest. Wir sind seit 1997 Sponsor der alle zwei Jahre stattfindenden Integrationswoche. Aber auch die Kunsthalle, das Literaturfestival Globale, alles Institutionen, mit denen wir in einem engen Austausch stehen. Und wenn wir uns gerade die aktuelle Situation angucken, dann brauchen diese Institutionen und diese Einrichtungen unsere Unterstützung, nicht nur die finanzielle, auch die ideelle Unterstützung, glaube ich, ganz besonders. Das sind alles Branchen, alles Bereiche, die durch Corona besonders betroffen sind. Kommen wir zurück zu dem wirtschaftlichen Thema. Hier im Hause haben Sie ja schon vier Institutionen, die direkt hier ansässig sind. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es hier vor allem um arbeitsrechtliche Beratungen und Kontakte, die halt wirklich sehr eng auch sind zu den Firmen. Lassen Sie uns erstmal hier auf das Haus konzentrieren. Was können Sie uns darüber erzählen? Wir haben im Grunde genommen zwei Schwerpunkte unserer Arbeit hier. Zum einen stehen wir in engem Kontakt mit den Firmen, mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und auch ihren Beschäftigten im Hinblick auf die arbeitsrechtlichen Beziehungen. Alles, was zwischen Arbeitgeber einerseits und Beschäftigtem andererseits stattfindet, ist hier im Hause Thema. Natürlich vor allem das Arbeitsrecht, aber auch die tariflichen Beziehungen, die ganzen Fragen des Sozialrechts. Alle diese Themen werden hier im Hause behandelt. Das ist der eine große Schwerpunkt. Der andere Schwerpunkt ist, dass wir im Kontakt mit den Firmen, im Kontakt mit den anderen Verbänden herauszufinden versuchen, was sind die Interessen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, was bewegt sie, was kritisieren Sie an der Politik des Senats? Was finden Sie gut? Und all das bündeln wir und bringen es in die Diskussionen, insbesondere mit der Politik, ein, sodass wir neben dem reinen Lobbying, so würde ich es einmal nennen, eben auch die gesellschaftspolitische Variante haben, insbesondere die kulturelle Förderung hier in Bremen, aber eben auch das Arbeitsrecht und mit dem Arbeitsrecht den direkten Kontakt mit den Firmen hier in Bremen und Bremerhaven vor Ort. Können Sie das ein bisschen konkretisieren, auch hinsichtlich der verschiedenen Branchen, die jetzt in dieser Zeit ja besonders unter der Situation zu leiden haben, auch hinsichtlich der Entwicklung möglicherweise im Herbst oder Winter, wenn eventuell eine Insolvenzwelle droht?
Wie ist hier die Situation und wie können Sie auch in diesen Bereichen unterstützen oder vielleicht auch im Bereich Politik und Medien Akzente setzen in der Kommunikation? Ich glaube, wir müssen uns, auch wenn man grundsätzlich Optimist ist, darauf einstellen, dass im Herbst einige Unternehmen hier in Bremen und Bremerhaven von Insolvenz bedroht sein werden. Das wird vermutlich den Einzelhandel betreffen, soweit es nicht sich um Lebensmittel handelt. Es wird die Gastronomie betreffen, es kann auch die Hotellerie betreffen. Das sind Bereiche, um die wir uns große Sorgen machen. Wir können, glaube ich, zweierlei tun. Wir stehen im engen Kontakt mit dem Senat, was die wirtschaftlichen Hilfen betrifft, die Hilfen, die ja auch von der Bundesregierung in ihrem großen Konjunkturprogramm beschlossen wurden. Wir sind als natürlicher Partner der Arbeitsagenturen sehr eng an der Thematik des Kurzarbeitergeldes. Aber ich glaube, was wir alle als Akteure in dieser Stadt an Aufgabe haben, ist, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern das Gefühl dafür zu wecken, dass unsere Innenstadt, gerade unsere schöne Bremer Innenstadt, auch die Bremerhavener Innenstadt, nur überleben können, wenn wir in die Geschäfte gehen, wenn wir in die gastronomischen Betriebe gehen, wenn wir auch Freunde ermutigen, nach Bremen zu kommen, die Hotellerie zu benutzen, wenn wir auf Deutsch gesagt das, was wir hier in Bremen an wirtschaftlichem Potenzial haben, auch nutzen. Es gibt im Moment viele, die sagen, ach, mit Masken in die Läden und mit Masken eine Jeans anprobieren, dann bestelle ich das doch lieber im Internet. Ich glaube, hier ist es unser aller Aufgabe, zu appellieren und darauf hinzuwirken, dass wir unsere Innenstädte unterstützen, dass wir die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler ernst nehmen und auch zu ihnen in die Geschäfte gehen. Mag das auch mit der einen oder anderen Beeinträchtigung verbunden sein. Wenn wir jetzt diese Bremer Innenstadt im Stich lassen, dann werden wir sie in der schönen Form, wie wir sie heute haben, zukünftig nicht mehr haben. Und das, glaube ich, ist eine Botschaft jenseits finanzieller Hilfen, jenseits von Kurzarbeit, jenseits von rechtlichen Fragestellungen, die gesellschaftspolitische Aufgabe, jetzt die örtliche Wirtschaft zu unterstützen. Herr Norman Redlin, da bin ich völlig bei Ihnen, sehe aber in der Praxis, und wenn ich einfach so die Ohren aufmache, dass der ein oder andere Verbraucher sich aber trotzdem sagt, okay, mit den Masken und so, das ist mir zu nervig, etc., ich bestelle doch im Internet. Ist es hier nötig, über so einen Appell hinaus, vielleicht insgesamt auch über die Medien, tatsächlich mit einer Art Kampagne, überall gibt es Kampagnen, ob jetzt für Apps oder für Hygiene, für Abstand, auf alles wird genau geachtet, steht doch überall geschrieben. Aber ist es vielleicht nötig, auch nochmal klarer den Menschen in ihr Herz zu kommunizieren, wie wichtig es ist, auch für Auszubildende, ja, dass wir hier wirklich den Einzelhandel stärken und sagen, nein, okay, ich bestelle ganz bewusst nicht im Internet und nehme es auf mich mit Maske in die Läden zu gehen, aber wirklich hier regional zu helfen. Was können wir da noch tun, um wirklich mehr als nur diesen Appell zu haben? Bei mir scheint es an einigen Stellen noch nicht anzukommen. Deswegen ist der Erfolg von Amazon ja auch so groß. Ich glaube, was wir uns alle bewusst machen müssen, ist, dass Corona jetzt eine Weile mit uns bleiben wird. Allerdings wird es auch eine Zeit nach Corona geben. Und diese beiden Faktoren, die müssen wir berücksichtigen. Wir dürfen jetzt unsere Gewohnheiten nicht so sehr ändern, dass wir nachher in der Nach-Corona-Zeit keine Geschäfte mehr in der Innenstadt haben, in denen wir einkaufen können. Will sagen, auch wenn es im Moment mit dem einen oder anderen Gefühl des Unbehagens zu tun hat, wenn wir jetzt im Moment einkaufen, müssen wir uns bewusst sein, es wird eine Zeit nach Corona geben und dann wollen wir in der Innenstadt all die schönen Geschäfte auch weiterhin vorfinden, die wir heute dort noch sehen. Wir sehen heute schon einen großen Leerstand, aber wir sehen viele schöne Läden. Ich habe gerade am Wochenende wieder mit einigen Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern gesprochen, die voller Mut sind, dass sie diese Krise überstehen können. Aber da müssen wir eben als Verbraucherinnen und Verbraucher auch helfen. Und ich glaube, das ist unser aller Aufgabe, diese Zeit von Corona nicht nur im Internet zu verbringen, sondern auch in den Innenstädten, damit wir danach, wenn Corona überwunden ist, diese Innenstädte weiterhin in guter Form vorfinden. Das bringt mich auch schon zur letzten Frage, die immer darauf abzielt, dass wir gerne natürlich dem Zuschauer auch noch was Mutmachendes, was Positives mitgeben möchten. Haben Sie jetzt teilweise schon getan. Gehen wir jetzt mal weg von dem Verbraucher, der natürlich sich um die Regionalität Gedanken machen soll, wirklich von hier kaufen, hier vor Ort kaufen und die Komfortzone tatsächlich verlassen dafür. Ist nun mal so, nicht nur am Rechner kurz zusammenklicken
und dann vielleicht bei der Post zurückschicken. Die Menschen haben trotzdem Sorge, weil wenn die Insolvenzwelle kommt, dann werden auch Menschen arbeitslos werden. Jetzt stellt sich die Frage, wie können wir den Menschen noch was mitgeben, um diese Ängste zu nehmen und trotzdem mit voller Power zuversichtlich in die Zukunft zu gucken, weil letzten Endes ist es ja auch eine Sache der Identifikation und des Zusammenhalts, um möglicherweise auch einer Insolvenz ausweichen zu können, wenn man es vielleicht auch schafft, über den Tellerrand zu schauen, die Perspektive zu wechseln und vielleicht selber sogar als Arbeitnehmer auch Ideen einzubringen. Und wir haben hier viele Beispiele auch in den letzten Monaten kennengelernt, auch wir, die halt ganz viel mit Unternehmen zu tun haben. Und hier gab es auch einige Lösungen, wo man gedacht hat, Wahnsinn, da hat noch keiner vorher dran gedacht und jetzt auf einmal ist etwas entwickelt worden, was tatsächlich richtige Chancen birgt. Ist es vielleicht nötig, hier auch nochmal zu sagen, liebe Leute, denkt nochmal über den Tellerrand und nicht nur von der Sorge packen lassen, sondern mit Mut nach vorne. Was können Sie da noch uns mitgeben, bitte? Ich glaube, wenn man in viele, viele Betriebe in dieser Stadt derzeit guckt, dann sieht man ein sehr enges Zusammenwirken von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und Beschäftigten im Hinblick darauf, wie man den Betrieb in die Zukunft führt. Die Verantwortung dafür, die liegt beim Betriebsinhaber, bei der Inhaberin. Aber die gemeinsamen Überlegungen, wie man den Betrieb voranbringen kann, auch zum Teil im Einklang mit den Betriebsräten, mit den Personalräten, zu gucken, wie man den Betrieb durch diese schwierige Situation bringt. Da nehme ich eine große Übereinstimmung in sehr, sehr vielen Betrieben wahr. Und ich glaube, das ist eine gute Grundlage, wenn man gemeinsam durch diese Krise gekommen ist, eine Insolvenz abwenden kann und auch Entlassungen vermeiden kann. Und das hoffen wir alle und in jedem Einzelfall. Dann werden die Betriebe, das ist meine feste Überzeugung und große Hoffnung, auch gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Das mag in dieser Situation, in der wir alle mit leichtem Bangen auf den Herbst gucken, vielleicht als etwas zweckoptimistisch rüberkommen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass in vielen Betrieben, und ich habe den Einblick auch in viele dieser Betriebe, dass dort in vielen Fällen die Strukturen so angepasst werden, dass sie nach einer Krise besser aufgestellt sind als vorher. Wir haben in der Finanzkrise 2008, 2009, die eine ganz andere Krise war, weil sie nur Teile der Wirtschaft betroffen hat, trotzdem haben wir auch dort gesehen, dass viele Unternehmen sich neu definiert haben und aus dieser Krise deutlich gestärkt herausgekommen sind. Und daraus nehme ich die Zuversicht, dass uns dies auch in dieser Krise gelingt. Allerdings, und da bin ich nicht naiv, es ist eine andere Krise, weil so gut wie jede Branche betroffen ist. Und weil wir auch, was den Sozialstaat betrifft, was die Möglichkeiten des Sozialstaats zu helfen betrifft, an ganz andere Grenzen kommen, als wir das in der letzten Krise gekommen sind. Wir alle können uns sehr, sehr, sehr glücklich schätzen. Das darf man, glaube ich, auch einmal so sagen, dass wir in Deutschland leben, wo so viel Geld in die Krisenbewältigung gesteckt werden kann. Und das lässt mich hoffen, dass wir als Deutschland, aber auch als Bremen und Bremerhaven hier gestärkt herauskommen. Und wenn wir vielleicht noch einmal den Blick über den bremischen und den deutschen Tellerrand hinauswerfen, am 1. Juli beginnt die deutsche Ratspräsidentschaft der EU. Und wir alle wissen, was für eine enorme Bedeutung die EU für unser Zusammenleben hat. Nicht nur als Friedensprojekt, sondern auch als Wirtschaftsprojekt, als soziales Projekt. Und ich habe die große Hoffnung, dass dieses Jahr der Ratspräsidentschaft oder dieses halbe Jahr der Ratspräsidentschaft auch für Deutschland und sogar für Bremen und Bremerhaven ein sehr positives Halbjahr sein wird. Und deshalb sollten wir bei allem Pessimismus, bei aller berechtigten Sorge vor einem Herbst des Unbehagens gleichwohl positiv auf die nächsten Monate gucken. Und im Januar werden wir, so hoffe ich, zurückblicken und sagen, dieses halbe Jahr der deutschen Ratspräsidentschaft war ein gutes Jahr, auch für Bremen und Bremerhaven. Finde ich toll, ist ganz viel Inspirierendes dabei, besonders auch der Aspekt der Dankbarkeit für das, was man bisher schon hatte, was man noch hat, um daraus auch mit neuer Kraft nach vorne zu gucken, ob als Betriebsinhaber oder als Mitarbeiter. Herr Neumann-Reglin, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, vielen Dank.